Ich studiere gerade Bachelor Englisch und Russisch. Ich promoviere jetzt gerade im Fach Informatik und ich beschäftige mich mit Datenzuverlässigkeit im verteilten drahtlosen Netzwerke. Momentan studiere ich Geschichte hier in der HU und schreibe gerade eine Hausarbeit über Imperialismustheorien. Ich glaube, dass in 200 Jahren die Studierenden deutlich jünger sein werden. Ich hoffe, dass es überhaupt in 200 Jahren noch sowas wie Unis gibt und dass es dann nicht irgendwie um andere Sachen geht, wie dass die Erde noch besteht und so eine Geschichten. In 200 Jahren vielleicht durch die Flure hetzen, keine Zeit mehr haben oder überhaupt nicht mehr an der Uni sein und zu Hause nur noch virtuell lernen. Das fände ich auch sehr schade. Also ich glaube, bei Mathematik wird sich nicht so viel verändern. Ich glaube, wir werden immer noch Formeln an Tafeln schreiben. Ich wünsche, dass es so gut funktioniert wie jetzt. Also ich wünsche euch, der Humboldt-Universität, dass die Rationalisierung endlich vorbei sind und wichtig ist, dass ihr als Uni und die Studenten wieder eure gesellschaftliche Aufgabe übernimmt und für die Rechte der Menschen kämpft gegen den Kapitalismus. Natürlich alles Gute. Ich bin froh, dass die Uni jetzt schon 200 Jahre geschafft hat. Hoffe auch, dass sie es die nächsten 200 Jahre schafft. Hoffe, dass es in 200 Jahren weniger Bürokratie geben wird an der Universität, an der deutschen Universität generell. Dass wir dadurch es den Studierenden erleichtern können und wir einfach weniger Bürogänge haben, in die Studierende gehen müssen. Ja, ich studiere Informatik an der Humboldt-Universität für Berlin seit 3 Jahren. Bin gerade im Hauptstudium, habe viel zu tun, Prüfungszeit kommt näher. Und ab nächstem Semester bereite ich meinen Erasmus-Austausch vor, muss noch ein paar Sachen organisieren und dann bin ich auch bald weg. Vor einem Jahr und dann bin ich auch fast fertig. Ich studiere Jura und im Zivilrecht nehmen wir gerade Kaufrecht, Werksvertragsrecht und Deliktsrecht durch. Also auch Sachen, die uns im Alltag begegnen. Und außerdem mache ich natürlich Strafrecht und öffentliches Recht. Gerade beschäftige ich mich mit Englisch und Deutsch und jetzt haben wir gerade eine Klausur geschrieben. Ich glaube, es wird alles sehr viel mehr von der Wirtschaft beeinflusst sein, das Studium. Weniger allgemeines Studium, sondern mehr wirklich fachspezifisch berufsausgerichtet sein. Ich glaube ganz ehrlich, dass in 200 Jahren gar nicht mehr so diese Studienrichtungen und diese Institutionen irgendwie wie so eine Universität hier geben wird, sondern ich glaube, dass vieles irgendwie über Internet oder in der weitesten Form digital verknüpften Version irgendwie stattfinden wird. Ansonsten ja, wünsche ich der HU damit alles Gute und hoffe, dass sie diese Spanne zwischen historischem und modernen und elektronischen irgendwie überwindet und das halt interessant gestalten kann. Alles Gute und ich hoffe, dass sie sich immer weiterentwickelt, aber trotzdem ihren Wurzeln und Idealen treu bleibt, sodass wir dann in 200 Jahren vielleicht 400-Jähriges feiern. Momentan beschäftige ich mich mit einem Vortrag über Zeit- und Frequenzstandards. Ich studiere Physik. Kulturwissenschaft und momentan habe ich gerade meine letzte Hausarbeit abgegeben zum Thema Aufarbeitung der Vergangenheit in der ehemaligen DDR und bin jetzt dabei, mich auf meine Endprüfung, auf meine mündliche vorzubereiten. Der wird sich freuen, dass sie schon viele neue Innovationen haben, technische. Und dass er ein neues Auto hat, dann fahren die Autos nämlich mit Elektrizität. Und dann wird er sich freuen, dass die Umwelt nicht so verschmutzt wird wie jetzt gerade. Aber das Schlechte wird sein, dass in der Mensa wird es schlechtes Essen geben, weil es wird mehr so aus Pulver bestehen. In 200 Jahren, denke ich, wird man immer noch studieren müssen, aber die Fächer werden sicherlich ganz anders sein, sehr viel technischer und weiterentwickelt. Also 200 Jahre ist eine utopische Zeit. Ich weiß noch nicht mal, wie es in 50 Jahren aussehen soll. Das heißt, ich hoffe einfach, dass dieses Historische des Studiums irgendwie erhalten bleiben kann und man immer noch aus Büchern lernt und nicht nur übers Internet. Das Beste und dass es irgendwie weiterhin Bestand hat als Universität in der Form und die Gelder für die Bildung auch weiter erhalten bleiben.
Also von dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe an der Jurafakultät, ein sehr interessantes Studienleben und auch ein sehr interessantes Leben außerhalb des Studiums mit Savini-Cups, Jura-Partys, vielleicht auch mal ein Juristenball wäre auch ganz toll. Und studiere jetzt Englisch und Sport auf Lehramt. Im Augenblick bin ich dabei, mir sinnloses Faktenwissen für meine Prüfung in den Kopf zu hauen, mein Leben damit zu verschwenden und das in 3 Tagen wieder zu vergessen. Aber so ist es normal heutzutage mit dem Bachelor. Ja, ich schreibe gerade meine Diplomarbeit in der Mathematik. Ich studiere Agrarwissenschaften an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät und beschäftige mich da mit Tier-, Pflanzenproduktion und vielen ökonomischen Aspekten. Immer noch Mathematik. Und inwiefern er, sag ich mal, jetzt sich von den heutigen Strukturen unterscheiden wird, würde ich sagen, dass er vielleicht mehr mit Medien umgeht, dass alle irgendwie mit Computern arbeiten die ganze Zeit. Aber ansonsten kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es grundsätzlich anders sein wird. In 200 Jahren, denke ich, es wird mehr Studenten in Adlershof geben. Es wird hier ein bisschen reformiert, es wird eine bessere Mensa geben, es gibt mehr Studentenleben, mehr Studentencafés. Es gibt Studentenwohnheime hier in Adlershof und das wünsche ich auch der Humboldt, dass das passiert, dass endlich ein bisschen in Adlershof was passiert, dass ein bisschen reformiert wird. Das ist wirklich nicht schön für Studenten, für Wissenschaftler schon, aber für Studenten nicht so. Alles Gute natürlich und dass sie auch in 200 Jahren noch existiert. Auf jeden Fall, dass sie auch noch den 500. erlebt und dass es weiter solche fröhlichen Studenten gibt, mit denen man sich gut unterhalten kann, die viel Selbstinitiative haben und natürlich mehr Geld und die Abschaffung des Bachelor-Master-Systems. Ich wünsche der Humboldt-Universität einen großen Schokoladenkuchen, wovon wir alle was abhaben können, weil wir haben immer alle ganz viel Hunger und wollen immer nur Kuchen essen, eigentlich den ganzen Tag. Ich studiere Amerikanistik und Geschichte. Und schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit zu Chicano Literature in den USA. Im Moment beschäftige ich mich mit der Konstruktion eines Mikroprozessors für ein Projekt in Informatik. Momentan ist für mich besonders relevant mein Kurs Transnationaler Terrorismus. Und in dem geht es hauptsächlich darum, dass es eine neue Form von Terrorismus gibt, die sich jetzt über die ganze Welt sozusagen erstreckt. Ich denke, dass sich in den nächsten 200 Jahren extrem viel ändern wird. Studiengebühren werden sicherlich ein größeres Thema werden. Ich hoffe nur, dass er dann vielleicht etwas bessere Bedingungen hat, ein bisschen bessere finanzielle Unterstützung und bessere Ausstattung an der Uni. Gerade auch, dass die Landwirtschaft dann noch existiert in Berlin. Also ich denke, die Studium der Zukunft sind solche Fächer wie Biotechnologie und vielleicht auch Raumforschung und solche Dinge. Also wenn er auch Geschichte studiert, dann wird er wahrscheinlich gerade eine Hausarbeit über Barack Obama schreiben. Ja, das, der Geist der Humboldt-Universität, der so jung ist und dieses alte, leicht baubedürftige Gebäude irgendwann und irgendwie in einen perfekten Einklang gebracht werden. Alles Gute und trotz knarzender Stühle weiterhin so viel Charme. Ich studiere deutsche Literatur als Hauptfach und Skandinavistik als Nebenfach. Also ich studiere Informatik. Ich studiere Psychologie. Auch innovative Methoden nutzen und wahrscheinlich Einzelunterricht geben, aber die Schüler werden immer noch da sein und der Lehrerberuf wird genauso wichtig bleiben, wie er jetzt ist. In Medienwissenschaft, das ist mein Hauptfach, denke ich, dass die Sachen, mit denen wir uns jetzt momentan beschäftigen, also Computer, iPhones, was für uns total neu ist, eigentlich Flat Screens, dass das für die dann halt einfach total antiquiertes Zeug ist, was irgendwo im Museum rumsteht. Ich denke, er versucht sich auf andere Sprachen umzuorientieren, weil Englisch und Russisch in dieser Form so nicht mehr existieren werden. Ich habe keine Ahnung. Ja, zum Beispiel ganz nah an dieser Gebäude ein schönes Yoga-Studium. Ich wünsche der Humboldt-Uni viel Glück, nette Studenten, liberale Reform und alles Gute. Thank you.
Thank you.